Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier auf Seagame Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, Plastik ist unser Problem oder momentan so ein bisschen das, was wir am wenigsten haben, um das, was wir bis jetzt schon immer produzieren können, auch wirklich kontinuierlich produzieren zu können. Also nicht, wo jetzt noch wieder was Neues dazu kommt, was wieder irgendwelche Sachen braucht. Das heißt, ich werde jetzt einmal diese Forschung starten hier, Bioplastik 2. Und dann werden wir uns mal angucken, was wir dafür brauchen und vielleicht bauen wir dann ein Bioplastik 2 Werk oder nach der Aufbauformel, wie das ist, auf und vielleicht kriegen wir dann aus dieser Fläche, die wir nutzen, ein bisschen mehr Plastik raus und könnten dann erstmal ein neues machen und dann noch ein zweites dazu bauen. Da müssen wir mal gucken, welche Maschinen und wie viel man da braucht und was man da und wie und was, ne? Ist klar. Da geht einiges. Ich habe dann auch schon noch ein bisschen in dem Forschungsbaum gerade rumgeguckt, was es dann noch so alles gibt. Da wird dann ja Angst und Bange drum. Da will man ja eigentlich schon fast gar nicht mehr zugucken. So, okay, also wir könnten jetzt Liquid Plastic 2 Bauplan herstellen und da werden wir jetzt mal gucken, wie groß ein Werk dafür sein muss, dass es mindestens 30, wenn nicht sogar lieber 60 Einheiten abwirft. Was habe ich noch gesehen, was man dann mal pro... Hier, da könnte man hingehen. Das könnten wir nämlich herstellen mittlerweile. Die Forschung könnten wir starten. So, dann gehen wir jetzt mal ins Planungstool und gehen erstmal zurück und klicken hier auf Plastik und machen hier ein neues Rezept hinzufügen. Und zwar würden wir ganz gerne hier Plastik herstellen. Hier Kunststoffstangen von mir aus. Gibt es da unterschiedliche Kunststoffstangen? Nee, gibt nur die eine Kunststoffstange, ne? So. Okay, dann wollen wir dieses Werk an sich hier herstellen. Als Output würde ich hier anvisieren 45 erstmal. Aber die blauen sind die letzten, die wir haben. So, dann möchte ich ganz gerne das Plastik so herstellen, über dieses Zeug. Ja, da werden wir gleich noch forschen für, dass wir da den, könnte man die auch gleich anschmeißen dort. Dass wir hier vielleicht damit ein paar bessere Gebäude haben. Aber okay. So, diese Fasern können wir auch hier rausziehen. Achso, ja, da habe ich aber 1000 andere Nebenprodukte, die ich jetzt gerade nicht haben will. Direkt aus Holz kann ich sie auch machen oder ich kann sie aus Algen machen. Das ist die Frage, ist die Holzproduktion? Ja, da habe ich nicht so viele Holzherstellteile, ne? Das ist eher so mein Problem, dass ich nicht in die Bäume komme. Da müssen wir auch mal gucken. Na ja, so. Dann machen wir das so, dann machen wir das wieder so. Ja. Erstmal da. Machen wir hier. So. Und hier machen wir MK3. So, gibt es auch maximal MK3. Schade, gibt es nicht weiter. Na gut. So. Ist ja bloß das Tempo geringer. Also die Einlagerung, die wir da brauchen, sind ja die gleichen. So, mineralisiertes Wasser werden wir dann herstellen und dann werden wir herstellen Kohlenstoffdioxid aus Charcoal. So, gut. Und jetzt haben wir hier aber noch andere Produkte, die wir jetzt erstmal benutzen können. Das kann ich so herstellen, okay. Naja, aus dem Kanister kannst du nicht holen. So, das wäre aus Fermentation Base, da brauche ich Kompost und das andere Zeug. So, und was ist das hier für Zeug? Wo kann ich das herstellen? Das kann ich da hier herstellen, durch den Katalysator. Okay, nee, das ist ja dann... Das kann ich es eh nicht holen. So, dann haben wir eh schon zwei mit diesen Katalysatoren. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dass hier so gleich aussieht, das Symbol, ne? Das ist auch furchtbar. So, da brauchen wir aber gar nicht mal so viele Fabriken für. Ja, MK2, das werden wir jetzt gleich erforschen. Momenten. Da werden wir hingehen. Dass wir das kriegen hier. Advanced Gas, Raffinerie. Da müssen wir bis dahin forschen. Dann haben wir die. Ja. Dann haben wir die MK2-Teile dazu. So. Hey. Bleiben Sie mal da drin. Da. So. Okay, also hier würden wir dann mit den MK2-Teilen eigentlich vorwärts gehen. So. Die haben wir dann ja jetzt demnächst. Das erforschen wir ja jetzt. Und das geht ja fix hier. So, okay.
Da sind wir jetzt bei 200 Fabriken. Wir brauchen jetzt natürlich aber noch Ethylengas und Methanolgas. Da wird es vielleicht jetzt ein bisschen schwieriger werden. Das könnte man aus Ethanol und Sulfuric Acid herstellen oder in dem Fall hier aus Ethangas und Dampf. Oder aus diesem Propylengas hier, diesem. Ich glaube, ich gehe eher auf das andere Plastik hier. Ich gehe erst auf das. Wir gucken mal, welches mehr Maschinen braucht und welche Ressourcen braucht, weil ich möchte dann einen Berg auch mit diesem Plastik 2 hier sozusagen dann mir anschauen. Ah, das wird schwierig. So, und das hier kann ich wieder ganz Steno hier drüber herstellen über die Zellulosefiber. Okay. Methanolgas, ja, das kennen wir ja schon. Die Produktionskette. Kennen wir ja schon. Liquefier MK3. Das ist ja das, was hier oben steht. So. Okay, dann müssen wir die Zellulose-Fiber-Produktion wieder nach unten schieben, natürlich. Weil wir jetzt noch ein paar mehr Zellulose-Fiber brauchen. Noch ein paar mehr. So. Da muss ein bisschen mehr davon hergestellt werden. So, und dann müssen wir natürlich diese auch nach unten ziehen. So, da auch ein bisschen mehr von brauchen dann. Ja, eine eigene. Brauchen ein bisschen mehr. So, dann müssen wir das auch nach unten ziehen. Oder auch ein bisschen mehr von brauchen dann. Und man kennt's. Gut. Alles klar. Das wird jetzt noch ein paar Mal öfter passieren. So, dann haben wir das Methanolgas, haben wir fertig. Also hier dieses Produkt haben wir. Kohlenstoffmonoxid. Das können wir durch Carbon und Purified Water erstellen. Purified Water und Carbon Dioxide. Dann kommt Purified Water raus. Also das ist ja auch Quark. Hydrogengas und Carbon Dioxide. Carbon Dioxid stellen wir uns ja her. Hydrogengas könnte man machen. Hier hätten wir dann Methangas, Ethan, Butan und Carbon Monoxide. Ein bisschen was dabei. Das weiß ich gar nicht, was wir vielleicht sogar eventuell gebrauchen könnte. So, dann gehen wir hier hin. Gehen wir da hin und erforschen hier Plastik 2. Das würde nämlich dann auf der Art und Weise hergestellt werden. Und dann brauchen wir wahrscheinlich weniger Maschinen oder keine Ahnung. Mal gucken. So. Wir machen klassisch. Ja, Carbon. Das werden wir schon nachher kriegen, das Carbon. Das kann ich auch anliefern lassen dann. So. Das hätten wir. Also hätten wir das auch fertig. Das hätten wir fertig. Jetzt müssen wir nur noch dieses Gas hierher bekommen. Und dann gibt es natürlich verschiedenste Methoden. Blue Metal Catalyst durch Polyethylen und Metal Catalyst kommt dann da raus. Durch Ethylengas. Und hier brauche ich Ethanolgas und Sulfuric Acid. Probieren wir es mal über die Schiene hier. Okay, geht nicht. Geht anscheinend nicht. Weil er hier den Bedarf nicht sieht. Von dem Gas. Habe ich das schon? Okay. Dann nochmal. Dann gehen wir die Bioschiene halt. Weil das dann von dem auch kommt wahrscheinlich. Und dann wird er auch einen Bedarf erkennen. Ja, dann erkennt er einen Bedarf. Da brauchen wir Ethanolgas. Das könnten wir aus Fermentation Base machen. Oder aus Nutrient Pipe oder hier aus Zellulosefarbe. Methanolgas. So, das hier. Alles klar. Dann muss das wieder nach unten. So. Das muss jetzt dann nach oben wandern hier. Einfach durch. So, noch ein Stück, noch ein Stück. Noch ein Stück da drüber. Methanolgas. Ethanolgas ist das hier. Achso. Ethanolgas. Okay. Kann aber auch aus Zellulosefarbe hergestellt werden. Na gut, dann stellen wir das auch aus Zellulosefarbe her. Ist ja jetzt nicht so das Problem. Das erkennt er aber wieder nicht als Produkt, ist wahrscheinlich dann die falsche Schiene. Ähm,
Carbondioxid und Hydrogengas. Ja. Auch nicht als Bedarf erkannt. Wieso nicht? Hab's doch noch nicht. Wo der Stelle geht's nicht? Das nehmen? Das wäre ja fürchterlich. Okay, dann schließt sich der Kreis mit den Dingern, ne? Da schließt sich das dann mit dem Korn. Wo ich das herkriege. Fruits. Ja. Okay. Dann. Ich kann das Ethylen ja gar nicht auf der Seite herstellen, wie ich das muss. Warum kann ich das nicht? Warum kann ich das Ethanol das hier nicht nutzen? Das wäre doch so schön gewesen hier. Aber es scheint die falsche ID zu sein. Scheint er hier nicht zusammenzubringen. Abgesehen, dass wir Sulfuric Acid brauchen, aber okay, da haben wir ja was von. Hier kriegen wir ja auch wieder dieses Wastewater. Okay, das sieht nicht so aus, als wenn das so sehr den Erfolg verspricht, den ich gerne haben wollen würde, muss ich sagen. Leider. Das hier. Synthesegasprogramm. Wie ich denn da kriege ich Synthetikgas, kann ich da herstellen dann? Kann ich denn wieder das. Also das kann ich hin und her entwickeln, okay. Okay. Kann ich Naphtha herstellen aus Carbonmonoxid? Okay. War immer so schlecht aus hier. Glyphosat, Methanolgas. Carbonmonoxid, Hydrogen. Keine Ahnung, ob da irgendwas Sinn macht von, aber. Festbrennstoff geht auch, okay. So, mir hier schönes. Sodiumhydroxid-Solution, Chlorgas. Aha. Als Komponenten, okay. Tja, sonst ist hier erstmal nichts weiter. Doch das ist hier noch zu erforschen. Das hätte den Effekt, dass wir Liquid Resin 2 machen könnten. Ja. War nicht unbedingt so das erste Ziel, was ich hätte. So, was kam da noch bei rum? Nichts weiter? Okay. Was kam hier noch bei rum? Auch nichts weiter. Wenn die Richtung uns verbessern könnten oder leichter oder uns irgendwas besser machen können. Na gut, okay. Was will man dazu sagen? So ist es halt, ne? Wir könnten dann jetzt hier beim Aluminium noch ein bisschen zulegen und so. Die ganzen Schmelzanlagen dann umbauen. Na gut. Aber generell heißt es erstmal. Zink auch. Molten Steel, da gibt es noch unterschiedliche Stahlvarianten. Ja, muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Geht's dann bloß mit Coolen, ne? Ja. Naja. So, in Richtung Plastik haben wir es jetzt erstmal ausgereizt, nehme ich an. Was ist das hier? Nitroglycerin. Uiuiui. TNT. Ah ja, guck mal hier. Sprengstoffherstellung. Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht. Lohne. Ah ja, da kann ich das Zeug hier loswerden. Okay. So, Artilleriegeschosse wären auch nicht schlecht, ne? Was ist das hier? Rubin, Laser Rifle, Batterie. Okay. Internal Rockets. Rocket Body, Rocket Engine, Rocket Warhead. Tarneffekt. Okay. Brauche ich den Rocket Launcher oder wie? Feuerrate. Gibt es denn Rocket Türme? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Kapazitätsbonus für Greifarme. Nicht schlecht.
Laborforschungszentrum. Persönlicher Roboterhanger. Die Forschungsstation, die brauche ich ja dann, damit ich die anderen Flaschen benutzen kann, ne? Alien Lab. Ah. Weiß man die Forschungsstation. So. Damit ich die anderen Flaschen überhaupt auch verwenden kann. Das heißt also, theoretisch müsste ich hier nicht nochmal ein Rezept hinzufügen. Und zwar möchte ich hier trotzdem nochmal ganz gerne Plastik herstellen. Ist ja in der Kunststoff hingekommen. Da. Nee, da. Kunststoff. So. Nein, nicht hier. Weg. Hier. Also das funktioniert hier erstmal so nicht, glaube ich. Da komme ich noch nicht. Ist noch nicht so ganz meins. Kunststoff. So. Genau. Da wollen wir Jansiana wieder. Mach mal so 45 Stück hätte ich da ganz gerne aus den Fabriken. So. Dann geht's los. Flüssiger Kunststoff wird hergestellt auf diese Art und Weise. Da brauche ich 450 Nafta. Nafta kann ich aus Schweröl herstellen, habe ich nicht. Ich könnte es hier aus Rohöl und Hydrogengas herstellen. Ich brauche Rohöl, kriege ich über 70 Nafta. Ist schon mal nicht schlecht. Ah, das ist schon mal nicht schlecht. Da kriege ich das meiste Nafta bei raus. Hab aber auch noch ein paar andere Sachen dabei. Naja, gut, okay. Die kann man ja vielleicht gebrauchen. So, da brauche ich, kriege ich auch was daraus, okay. Mandarinen habe ich da nicht auch schon MK2. Macht ihr erstmal. Hier haben wir auf jeden Fall entweder das oder das. Guck mal, das ist. Herstelltempo. Tempo 2,5 und das ist 2,7. Dann nehmen wir auch das. Ich glaube, die Dreier habe ich schon, oder? Ja, schon. Alles klar. So. Gut. Das ist doch erstmal überschaubare Anzahl an Maschinen. Dann brauchen wir Rohöl. Was wollen wir damit machen? Das werden wir dann sehen. So. Und damit weiß ich auch noch nicht. So, das stellen wir dann eben über diese Multigas-Dingsbums her. Und da wird es dann jetzt so wahrscheinlich ein bisschen kritischer mit dem, was wir alles brauchen. War das zu früh Wastewater oder sowas, dann alles entstehen muss. Dann müssen wir gucken, wo wir das alles herkriegen. So, Öl- und Gas-Separator 2 habe ich, glaube ich, mittlerweile. So, okay, das hätten wir, das hätten wir, das hätten wir. Dann brauchen wir davon jede Menge und das können wir hier herstellen aus, genau, blauen Fasern und jede Menge davon kommt dann noch bei raus, okay, das ist schon mal gut. Dann brauchen wir blaue Fasern, die machen wir uns in den Dingern. Dann brauchen wir blaue Algen in der Anzahl, in MK3, so, brauchen wir 111 davon. So, da sieht man jetzt, da brauchen wir 800, bisschen was, 0,6. 241 davon, ne? Große Frage, wo stecke ich das hin? Was kommt da raus? Was muss ich denn hier noch? Weiß ich nicht, ob er das denn hier jetzt dazu produziert oder nicht. Sulfuric Wastewater. Wo habe ich denn eigentlich eine? Habe ich eine sichere Quelle für Sulfuric Wastewater, die ich mir selber machen kann? Also wo ich selber mal die ganze Zeit Sulfuric Wastewater mache ohne Beiprodukte? Crushed Coal. Wo kriege ich Crushed Coal her? Kohle. Kann ich mir sogar was. Aha. Eine Kohle herstellen auf der Art und Weise? Also richtige Kohle? Nicht Charcoal? Na egal. So. Da müssen wir mal gucken, wo wir das denn herkriegen. Ne? Naja. So, was haben wir hier Schönes? Hier brauchen wir Carbondioxid. Da machen wir uns dann. Aus Charcoal auf dem klassischen Wege herstellen. Oder hier. Nee, da kriegen wir auch kein Beiprodukt, was wir gebrauchen können. Das können wir auch nicht machen. Da kommt ein bisschen was zustande und hier hätten wir aus Wooden Pellets, ne. Da ist dieses hier die effektivste Methode.
Von da müssen wir die Charcoal. Crushed Coal. Also hiermit kommen wir wieder auf Crushed Coal, ne? Bananine irgendwo, habe ich denn schon mal irgendwo diese Kohle gesehen? Doch, habe ich. Kann ich aus Holz herstellen. Aber nur aus Holz. Wäre jetzt wichtig hierfür, weil da fällt nämlich relativ viel von dem Zeug an, dass wir sogar ein bisschen was über haben. Aber Holzproduktion. Crystal Trip Sawblade. Das da alles noch mit reinbauen wollen? Nein, nee, Witzka. Brauche ich die zwei Bäume. Hm, dann brauche ich eine Baumplantage, eine komplette und was nicht alles. Hm. Das artet ja in dem hier aus. Kann ich hier Rohholz rausholen? Theoretisch ja. Seite hier in die Bäume. Achso. Theoretisch könnte ich hier Rohholz wahrscheinlich rausholen. Keine Ahnung. Gott. Charcoal wird hier schon mächtig hergestellt, ne? Hält hier so viel Gracewater irgendwo an? Ist verklappe oder so? Ne, ich glaube, hier hole ich es auch schon her, ne? Ja. Ging schon mit hin, das Zeug. Oh Mann, Mann, Mann. Also das lassen wir mal lieber hier, diese Holz und Dings da. Da kümmere ich mich hier nicht drinnen drum. Marco liefere ich an. Oder ich produziere sie auf dem Weg, wie ich es kenne. Durch Wooden Bricks und so. Also dann machen wir lieber denn das hier rein. Nicht Lichtbogenöfen eigentlich verbessern? Moment, da können wir mal gucken in der Forschung. Lichtbogenöfen hätten wir. Die gibt's nicht besser? Nichts, wo man die verbessern kann? Chemical Furnace, dieser Furnace, dieser Furnace. Kein Lichtbogenöfen MK2, das können wir mir nicht vorstellen. Nee, Lichtbogenöfen ist das letzte. Electric Mixing Furnace, das sind jetzt die ganzen anderen Furnaces, aber Lichtbogenöfen mit Geschwindigkeit 2 oder Fluid. Aha! Electric Furnace herstellt Tempo 3. Ah, Electric Furnace heißt der, okay. Dann müssen wir noch mal gucken. Forschung. Suchen. Urnase. So. Lichtbogenöfen. Bauplan. Electric Mixing. Okay. Electric Furnace 2. Aha. Tungsten bräuchte ich denn da schon wieder für? Aber. Komm in die nächste Sauerei rein. Tungsten. So, ich will aber jetzt erstmal das Plastik mir verbessern hier. So. Hab ich nochmal ganz kurz hier. So. Okay, also dann machen wir dann das hier. Da brauchen wir dann 13, ein bisschen was Kohle, bis wir wieder hinkriegen. Aber wir haben jetzt mit 289 Maschinen 45 Plastik. Und sind eigentlich durchgeplant. Nee, das haben wir noch nicht. Das Gas haben wir noch nicht. Das kann ich hier herstellen. Und dann kommen wir nämlich wieder zum Ethylengas. Aber vielleicht kann ich da
Das geht nicht. Das würde gehen. Natural Gas, Liquids. Ethylengas stelle ich doch auf andere Art und Weise hier schon her, oder nicht? Habe ich das nicht hier der... Hier nicht auch Ethylengas irgendwo? Hier, hier habe ich... Propen und Methan. Propengas. Ah, da geht es um Propen. Alles klar. Ja. Okay, ja, okay, da ist das. Aber Ether... Was ist das für ein Zeug hier? Ethan. Ethen. Ethan? Ethene. Das ist ja wirklich das Mögliche raus, nur nicht das, was ich brauche. Das kannst du ja nicht machen hier. So. Krieg ich das denn noch irgendwo anders her hier? Sind die das gleiche Rezept? Das Klärwerk wieder wichtig. Carbonhydrogen, okay. Oh Gott, es gibt so viele Wege nach oben, ne? Zellulosefiber. Erkennt er wieder nicht. Der will nicht an. Da wären wir wieder bei dieser Permutation Base zurück, ne? Das erkennt er auch nicht an. Der Nullgas, warum hat das so eine komische... Warum ist das so dumm? Ethanolgas. Ethanolgas. Wieso bietet der mir Methanol an? Wenn ich Ethanol brauche. Kommt auch Methanol raus. Habe ich nur hier Ethanol? Oder da? Das ist ja auch... Weit weg von Dings. Aha. Was denn bitte schön? Ach, Fehler in der Logik. Ah, wieder nicht mit dem falschen Knopf gedrückt. Ich will ja eigentlich immer dieses Fenster nur zu haben, dass ich das hier sehe. Und ich muss es einfach bloß ein bisschen rüberschieben. Also das scheitert auch dann hier dran nachher, dass das denn der Overhead wird oder das Schlimme. Oder ich da nicht weiterkomme. Bietet mir überall Methanol an, ne? Aber kein Ethanol. Gibt's noch irgendwas zu forschen, was in Richtung Ethanol geht? Macht doch bestimmt eine Variable-Einrichtung nicht? Ach, da fehlen die Dinger zu, okay. Ethanol. Kann ich immer nicht. Ethylen. Da bin ich zu wenig Chemiker, um zu wissen, was das ist, ne? Das synthetisches Methanol.
Gibt hier irgendwo Ethanol, Methanolgas? So, weil Ethan, Meta, ah, deswegen, ah. Jetzt verstehe ich, wie das zustande kommt, weil er Methan und Ethan. Ja. Daher kommt das zustande, weil das gleich geschrieben wird. Das ist natürlich fies. Das ist ja fies. Ah, alles klar. Deswegen macht er das da. Weil das hier ziemlich gleich geschrieben wird. Ethanol und Methanol. Da soll bloß ein M davor dann, ne? Ja. Und deswegen kommt dieses ganze Methanol-Gas-Rezept gelöt mit hier hoch. Also das geht gar nicht anders, als dass ich das hier drüber hole. Ich habe nur eine Verfügung, Ethanol, dass du aus Ethanol gab. Okay, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen, wie wir an das Zeug kommen hier. Und dass wir das gut irgendwo herkriegen, in Massen und... Und die Nebenprodukte wegkriegen. Grüne Neune. Chips und Fruits. Nur Fruits. Da haben wir noch Zellulosefiber dabei. Und nicht Zellulosefiber irgendwo? Nee. Hier jetzt nicht. Aber dem anderen Plastik brauchen wir das denn, ne? Chips und Fruits und Alien-Bakterien kommen da noch an. Das wollte ich irgendwann mal haben, ne? Ach, du ahnst es ja nicht. Kann man das auch aus anderen Zeug noch herstellen? Außer aus Pips? Hm. Da muss ich bringen. Nutz und aus Korn würde gehen. Was hat ein Korn so für Nebenprodukte? Zellulosefiber. Wheaten. Okay. 12 Korn. Okay. Achso, da brauche ich dann bloß Weizen. Okay, und hier werde ich richtig. Achso, da kriege ich dann noch mehr raus. Okay, also hier könnte ich jetzt Korn sozusagen aus dem Weizen herstellen. Und da gibt es natürlich noch eine Möglichkeit. Okay, ja, aber wenn es nur so geht. Wenn es nur so geht, dann ist es so, ne? Und dann muss ich diesen Prozess hier. Ich wusste gar nicht. Ist das so, dass das 1:1 ist? Oder ob denn da ein bisschen mehr Schwefel rauskommt. Nö, ist nicht 1:1. Also selbst die Säure würde mir dann noch richtig Schwierigkeiten machen, die ganze... Aber ich muss ja nicht hier drüber gehen. Ich kann ja dann kann ich auch hier drüber gehen, wenn ich das eh hier mitmachen will. Dann kann ich auch hier drüber gehen. Kann ich auch hier sagen, dass ich das aus Korn machen möchte und dass ich das Korn herstellen möchte aus Wheaten oder aus dem Zeug. Und dann kriege ich 12 Korn raus, hier dann brauche ich da weniger wahrscheinlich davon oder so, keine Ahnung. Also, die Produkte hier. Dann muss ich das so herstellen. Kompost ist jetzt nicht das größte Problem. Da kann ich hier so die Dinger hier verkomposten. Aber dann bin ich auch durch, ne?
570 Maschinen mit denen sogar. Und muss hier nur Salzwasser, kein Problem, Salz habe ich irgendwo über. Das kann ich hierher bringen. Dann kann ich herstellen, da kriege ich dann noch ein Gas raus, wo ich dann wieder Schwefel raus herstellen kann. Falls ich hier oben brauche, hier oben brauche ich ein bisschen Schwefelsäure, ne? Den muss ich anliefern dann. Okay. Bin ich denn jetzt wirklich durch? Was muss ich denn inputten? Ich muss Wasser, das muss ich inputten. Carbondioxid habe ich noch nicht. Moment. Dioxid, so. Carbondioxid haben wir. Das muss ich inputten, okay. Mineralisiertes Wasser ist kein Problem. Salzwasser ist auch kein Problem. Muss ich bloß Salz herholen. Dann mache ich hier. Salz habe ich da hinten hier. Ansonsten kannst du auch einfach so herstellen, aber. Ja. Da können wir beide Wege einbauen und dann haben wir das. Okay. Dann bauen wir beide Wege ein. Dann liefern wir Salz an und gut ist. So, diese Samen, weiß ich nicht, ob ich davon schon welche habe, aber die reproduzieren sich ja selbst. Und diesen Sand, den kann ich ja. Ne? Da gehen wir dann jetzt einmal die Dings durch, wie viel wir davon brauchen. K2. Nee, nicht, wo ich ein paar brauchen kann, sondern ich brauche das hier. Daher. So. Und das pumpen wir uns einfach hoch. So. Gut. Also, ja, das kriegen wir hin. Das ist kein Problem. Na gut, ich brauche 10 nochmal, zweimal kriege ich. Gut. Nur also, das pumpen wir uns hoch. Sand haben wir also auch jetzt produziert. Dann müssen wir bloß das Wasser, das kriegen wir aus der Erde, kein Problem. Die Katalysatoren muss ich noch machen. Das mache ich auch vor Ort hier mit dem Berg. Ja, dann brauche ich 2 Stück davon, das geht. Das kann ich anliefern, das habe ich. Das habe ich. So, die Samen muss ich vor Ort produzieren. Da gucken wir gleich mal rein. Da brauche ich dann ein paar davon extra. Und das arbeitet sich dann im Kreis und wir so hier ein bisschen Überproduktion machen. Kein Problem. Müssen wir das alles ein bisschen größer auslegen. Müssen wir bloß dran denken. Ja, ich denke, dann wird das so. Dann wird das so. Ach Gott, jetzt habe ich schon wieder 40 Minuten vorher. Mensch, ich wollte doch gar nicht mehr so lange machen. Dann muss ich dieses Werk bauen. Jetzt haben wir 631 Maschinen hier drin für 45 Kunststoff. Das muss ich dann dreimal bauen. Du ahnst es ja nicht. Das muss ich dreimal bauen, damit ich genügend Kunststoff habe und noch ein bisschen was über. Und alles in eine Büchse reinkriegen. Na gut, wir haben ja weniger von den Stromleitungen und von den Pumpmasten haben wir ja schon weniger. Wie sieht es denn da eigentlich aus, wenn ich da in Richtung MK3 machen möchte, gehen möchte? Ja, das kannst du jetzt gerade nicht forschen. Roboterhanger, persönlicher Roboterhanger, nee. Wollte eigentlich nicht. Roboterhanger, hier MK3. Er hat ja noch mehr Ausleuchtzone und ich glaube, dann habe ich. Das heißt, ich müsste irgendwo mir mal. Ja. Vielleicht sowas hier denn zusammenbauen lassen. Gut. Copperweihe, was? Die kann ich auch schon herstellen? Noch nicht. Okay. Ja, das geht hier alles. Wie kriege ich die schon mal? Dann könnte ich denn in die Richtung gehen. Also vielleicht wieder. Naja, müssen wir gucken. Aber das ist ja dann der nächste Schritt. Also, das kriege ich auf jeden Fall hin. Das sind, wie viele Fabriken sind das jetzt hier? 631 circa. Also da kommt dann plus minus 20. Wenn ich jetzt zurückgehe auf mein Liquid Resinberg. Wo ist mein Resinberg? Ist hier mit drin, mit Gummi? Nee. Wo ist denn das wieder hingekommen? Ich möchte mein Liquid Resin mehr geplant.
denn das mit drinne verschwunden? Was ist das denn hier? Hä? Achso. Wo ist denn mein Liquid Resin Pack mit drinne verschwunden? Ja, irgendwo hatte ich's, aber ich weiß nicht mehr wo. Kann ich hier nicht draufklicken? Nö. Ah. Hm. Wo habe ich denn das? Wo ist denn das mit untergekommen? Hm. Jetzt, das hätte ich gesehen, wie viele Bauwerke das sind irgendwo. Egal. Na gut. Oder habe ich das beim Kunststoff hier mit unterhebt? Nee, da muss man drei Kunststoffsachen drin. Oder haben wir irgendwo die Glasfaserbrette? Da ist das mit drin, oder? Ist hier mit drin? Hier ist das mit drin. Oh, 204 Werke. Aber die habe ich viermal da drin. Ja, das habe ich ja viermal gebaut. Glaube ich. Ja, hier, ab hier ist es drin, okay. Ja. Das habe ich hier viermal reingebaut. Naja, gut. Werden wir schon hinkriegen. Die Eieruhr. Heißt hier Kunststoff, Kunststoff. Muss jetzt erstmal sein. Und dann wird dieses Kunststoffwerk abgelöst. Dass wir das in dem Bauplan dann hier mit rein haben. Alles klar. Gut. Ja gut, dann ist das jetzt eine lange Planungsfolge gewesen. Ärgert mich jetzt auch ein bisschen wieder, dass das so lang geworden ist. Aber wenn man einmal da am Nachdenken ist und am Grübeln und wie man es macht. Vielleicht muss ich mir das Kornwerk extra machen. Falls ich das Zeug nochmal extra brauche. Dass ich quasi mir einen Agrarwürfel mache. Der mir die ganzen Agrarprodukte anbietet. Wisst ihr, wie ich meine? Also hier wäre ich ja über Weizen gegangen, theoretisch, ne? Oder dass wir da über das andere gehen können. Dass ich diese ganzen Agrarprodukte einzeln habe. Also dass ich das hier irgendwo anbiete. Fermentation Base, ne? Das ist jede Menge. Da müsste ich eher das Korn anbieten. Das wäre so die kleinste Menge, die man da transportieren müsste. Man sagt einfach, okay, man hat Korn in Säcken, in Massen drin halt eben vorliegen, ne? Bioreaktor, da brauchst du natürlich 44 Bioprozessoren, das ist eigentlich kein Problem. Die Felder, da haben wir eigentlich theoretisch schon die Desert Farm 2. Brauchst du 86 Stück von, ein bisschen, das geht eigentlich alles, ne? Also das kann man sich, kann ich mir vorstellen, dass ich da einzelne Felder mache. Wo ich das in Massen rauskriege. 86 und 40, das ist ja kein Problem. Plus ein bisschen Sand. Na gut, Sand nochmal. Ich höre jetzt erstmal auf. Wir sehen uns beim nächsten Mal.